Es ist 5 Uhr morgens und Billy Crook und seine Besatzung sind schon bei der Arbeit. Hier in Annapolis im Bundesstaat Maryland holen die Krabbenfischer ihre Fangkörbe noch vor Sonnenaufgang ein, an 6 Tagen die Woche. Wir dürfen nur 8 Stunden am Tag arbeiten und wir starten eine halbe Stunde, bevor die Sonne aufgeht. Also wenn du dann nicht draußen bist, dann hast du verloren. Billy Crook ist seit 43 Jahren im Geschäft. Jeden Tag holen er und seine Mannschaft dutzende Krabbenkörbe in der Chesapeake Bay ein. Die Krabben kommen durch diese Öffnung hier zu dem Köder, der sie angezogen hat. Sie sind dann gefangen. Dann gehen sie nach oben und stecken fest, bis wir die Falle aufmachen und sie rausholen. Sie kommen dann in diese Box, wo wir dann die männlichen von den weiblichen Krabben trennen. Die Fischer in Maryland fangen im Jahr fast 12.000 Tonnen Blaukrabben. Allein in der Chesapeake Bay werden mehr als 50% der gesamten Fänge der USA gemacht. Große Abnehmer sind die lokalen Restaurants. Einige kaufen bis zu 4.000 Krabben jeden Tag. Das ist einzigartig für Maryland, das ist klar. Es geht um die ganze Atmosphäre hier. An einem Sommertag am Wasser zu sein, ist einfach herrlich. Allein hier im Hafen werden mit den Krabben etwa 67 Millionen US-Dollar jährlich umgesetzt. Die Krabbenfischer von Maryland leisten einen großen Beitrag zu dem Geschäft mit den Meeresfrüchten.